Hallo zusammen, schön, dass du da bist. Du hattest eigentlich einen Vortrag bei uns gehalten, Hören, Zuhören, Verstehen, in der Gärtner Stiftung über deine Arbeit als Paartherapeutin. Der musste leider ausfallen aufgrund der Pandemie. Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt zu uns zu kommen und hier vor der Kamera ein paar Fragen zu beantworten. Gerne. Vielleicht stellst du dich erstmal vor und deine Arbeit als Paartherapeutin. Ja, mein Name ist Susanne Paul. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie mit eigener Praxis in München. Ich arbeite auch als Paartherapeutin oder der Fokus eigentlich liegt auf Paartherapie. Ich finde Paarbeziehungen insgesamt wahnsinnig spannend, auch wenn ich früher rumgeguckt habe in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, wenn ich die Ehe meiner Eltern betrachte, was in Beziehungen so alles passieren kann und was vor allen Dingen dann mal nicht so einfach ist und nicht so gut läuft. Und ich denke, das ist so hauptsächlich der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich mache noch eine Zusatzausbildung zur Paartherapeutin. Und ein weiterer Grund, der mich dazu gebracht hat, mich darauf zu fokussieren, ist, dass ich jetzt in einer Beziehung lebe, in der ich eine außerordentlich gute Kommunikation mit meinem Freund pflege, sehr präzise, sehr klar, sehr differenziert, sehr erwachsen. Und ich denke, das war mit Anlass zu sagen, das ist etwas, das möchte ich zum Teil gerne auch weitergeben. Was ist gute Kommunikation und wie wichtig ist sie eigentlich für eine gesunde Beziehung? Kommunikation ist für mich einer der ganz wesentlichen Bausteine oder Bestandteile einer guten Beziehung. Wenn ich mit meinem Partner nicht kommunizieren kann, verstehen wir uns nicht. Wenn wir uns nicht verstehen können, kann keine Nähe auftauchen, kann keine wirkliche Verbindung auftauchen und ist die Beziehung eigentlich nichts wert. Was macht gute Kommunikation aus? Ich sage immer, respektvolles Zuhören ist der Königsweg zu einer guten Beziehung. Das heißt, es ist viel, viel wichtiger, dass ich gut zuhöre, als dass ich gut kommuniziere. Letztlich ist beides wichtig. Aber wenn ich nicht zuhöre, kann der andere sagen, was er will und ich verstehe einfach nicht richtig. Wenn ich kommuniziere mit meinem Partner, muss ich sehen, dass ich mich präzise ausdrücke, muss ich sehen, dass ich mich klar ausdrücke und muss ich dafür sorgen, dass mein Partner mich auch versteht. Voraussetzung dafür, dass mein Partner mich versteht, ist, dass er Respekt hat. Dass er Respekt hat vor mir und vor dem, was ich sage. Das heißt, dass er auch hören möchte, was ich dann gerne sagen will, was ich ihm zu erzählen habe. Wenn ich etwas sage, kann ich zwischendurch fragen, du, wie hast du das denn jetzt verstanden? Oder hast du verstanden, dass ich ausdrücken wollte, dass ich gerade traurig bin? Ist es angekommen bei dir? Und das ist eine Möglichkeit in der Kommunikation, eben wesentlich präziser zu werden und Missverständnisse zu umschiffen, im Grunde genommen. Ja, und wenn ich als Zuhörer da bin und du sagst mir jetzt etwas, und ich habe etwas verstanden und dann sage ich, habe ich jetzt richtig verstanden, dass du mir sagen wolltest, dass du heute traurig bist, dass deine Stimmung heute nicht gut ist. Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, nein, das wollte ich so gar nicht sagen, sondern ich habe was ganz anderes gemeint. Oder du sagst, ja genau, das hast du jetzt richtig verstanden. Also, dass ich interagiere, dass nicht nur jeder irgendetwas erzählt, einer was sagt und der nächste was sagt und der eine wieder was sagt, sondern dass man wirklich aufeinander eingeht und dass man guckt, dass man versteht, was der andere sagen will. Deshalb auch der Titel zu meinem ursprünglichen Vortrag, Hören, Zuhören, Verstehen. Um irgendwelche Wünsche äußern zu können, muss man sie auch erst selber kennen. Und ich denke, dass es auch eine große Herausforderung ist, überhaupt sich selber irgendwie zu erkennen und diese Bedürfnisse dann zu äußern. Hast du da auch noch irgendwelche Tipps, wie man da besser oder klarer wird? Ich denke, das ist, es ist gar nicht so einfach, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auch dann formulieren zu können. Und dazu ist erstmal notwendig, dass du wirklich in dich gehst und dass du wirklich überlegst, was ist dir wichtig, worauf legst du deinen Fokus, was sind deine Grundbedürfnisse neben Wohnen, warm, essen und so weiter. Was wünsche ich mir? Was wünsche ich mir in einer Beziehung? Was wünsche ich mir in Bezug auf meine Mitmenschen? Was wünsche ich mir in Bezug auf meine Arbeit? Dass ich wirklich drüber nachdenke und präzise für mich formuliere,
Was will ich denn eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Wünsche? Und dann auch differenziere, was davon kann ich umsetzen und was davon kann ich nicht umsetzen. Und mich darauf fokussiere, was sich umsetzen lässt und was sich gut umsetzen lässt. Wenn ich soweit bin, kann ich das meinem Partner zum Beispiel gegenüber dann zum Ausdruck bringen und sagen, ich brauche von dir, dass du XYZ. Jetzt hatten wir im letzten Jahr eine Ausnahmesituation, wir durften nicht rausgehen, viele Paare, viele Beziehungen wurden auf die Probe gestellt, dadurch, dass man zusammen war oder sich auch nicht treffen konnte. Hast du das bei deiner Arbeit gemerkt? Haben sich die Probleme der Beziehungen, die du betreut hast, geändert? Witzigerweise in beide Richtungen. Also nicht nur, dass die Pandemie und das enger aufeinanderhocken die Beziehungen grundsätzlich schlechter gemacht haben und das Nervenkostüm einfach schwächer geworden ist, sondern ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mir Paare erzählt haben, sie sind dadurch wieder näher zusammengerückt. Sie haben sich vorher irgendwie entfernt, sind sich so ein bisschen haben sich aus den Augen verloren und sind einfach dadurch, dass sie gezwungenermaßen eng aufeinander waren und gar nicht groß aus konnten, wieder aufeinander zugegangen und haben einen wesentlichen positiven Schritt in ihrer Beziehung gemacht. Ich meine, dazu gehört natürlich auch die Therapie, die sie bei mir begonnen haben und die Begleitung. Aber da habe ich wirklich deutlich gesehen, dass es eben nicht nur negative Auswirkungen haben muss, sondern auch positive haben kann. Aber bei den meisten ist es natürlich so, dass das Nervenkostüm wirklich eher angekratzt ist. Letztes Jahr war eine Ausnahmesituation, aber generell hat sich unser Zusammenleben durch die Digitalisierung sehr verändert. Glaubst du, es gibt auch grundlegende Änderungen in Beziehungen dadurch, im digitalen Zeitalter? Ich glaube, dass auf der einen Seite die digitalen Medien eine unglaublich tolle Errungenschaft sind und wirklich ganz, ganz viel vorangebracht haben. Was Paarbeziehungen anbetrifft, sehe ich es allerdings persönlich etwas kritisch und skeptisch, weil die Gefahr sehr groß ist, dass man nicht mehr präzise kommuniziert. Ja? Das, was ich vorher zur Kommunikation gesagt habe, dass man etwas sagt, dass man schaut, dass der andere es auch wirklich verstanden hat und dass der Zuhörer nachfragt, du, habe ich das jetzt richtig gehört, habe ich das richtig verstanden? Das passiert natürlich auf einem oder mit einem so schnellen Medium überhaupt nicht. Im Gegenteil, man schreibt eine WhatsApp, man schreibt schnell irgendwas runter, man möchte etwas mitteilen, man nimmt sich nicht mal mehr die Zeit zu gucken, habe ich es jetzt richtig geschrieben oder hat möglicherweise die Autokorrektur irgendetwas komplett verdreht. Man schickt es ab. Ich bin in einer guten Stimmung, ich schicke es an jemanden, der möglicherweise in einer ganz anderen Stimmung ist, möglicherweise es dann auch anders aufnimmt, als ich es vielleicht möglicherweise ein bisschen flapsig ausgedrückt habe. Und die Gefahr, zu Missverständnissen zu kommen und es zu Missverständnissen führt über dieses Medium oder diese Medien, halte ich für sehr, sehr groß. Ja, also ich kenne Paare auch, die sich permanent WhatsApps hin und her schicken und SMS-Nachrichten und das geht denn x-mal hin und her und das geht denn seitenweise und dann kommt sie irgendwann und schickt mir die ganzen Screenshots von diesen ganzen WhatsApps und ich sage, das haben wir doch schon am Anfang gehabt, kommunizieren Sie bitte nicht über WhatsApp, weil so funktioniert das nicht. Ja? Man missversteht sich permanent, man kann seine Gefühle nicht so ausdrücken, wie wenn wir uns gegenüberstehen, dann kann man sehen, fühlen, mitbekommen, was zwischen den Zeilen steht und wie etwas gemeint ist. Hast du vielleicht zum Schluss noch einen Tipp, wie man seine Beziehung vielleicht am Laufen halten kann, wenn es gerade in einem Tief ist? Kommunizieren. Kommunizieren. Ja, also immer wieder dranbleiben, kommunizieren, ausdrücken, wie es einem geht, seine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und sagen, ich brauche jetzt das und das, ich brauche vielleicht auch mal ein bisschen Rückzug, ich brauche Respekt von deiner Seite, dass ich im Moment mich ein bisschen woanders hin fokussiere, das hat nichts mit dir zu tun, ganz wichtig dieser Satz, ich bin jetzt sauer, aber es hat nichts mit dir zu tun, dass man nicht denkt, ja, jetzt ist die sauer und was habe ich denn gleich falsch gemacht und ja, einfach kommunizieren. Das ist der eine Teil und der zweite Teil ist natürlich in einer Paarbeziehung Sexualität, die ich für sehr wichtig halte, denn Sexualität bringt
Verbindung bringt Nähe, bringt Stabilität und das sind sehr starke Bande, die durch gelebte Sexualität entstehen. Alles klar, vielen Dank. Gerne.